Hallo, in diesem Video geht es um Folgen und ihre Grenzwerte, und zwar in metrischen Räumen. Ja, dazu habe ich eine kleine Animation vorbereitet und die starte ich jetzt. Ja, die Animation hat jetzt begonnen und ihr seht, dass hier nacheinander blaue Punkte eingeblendet werden. Diese blauen Punkte sind die Glieder einer Folge. Jetzt beginnt die Animation von 9. Es wird also das Glied A1 angezeigt, das Folgenglied A2, das Folgenglied A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Ja, und jetzt beginnt es wieder vom 9. Gut, also beim 10. Folgenglied habe ich aufgehört, denn diese Folgenglieder, ich halte mal die Animation an, diese Folgenglieder, die nähern sich hier einem Grenzwert. Wenn ich jetzt noch A11, A12 und so weiter eingezeichnet hätte, die wären hier alle in unmittelbarer Nähe dieses roten Punktes, also in der Nähe des sogenannten Grenzwertes. Gut, also wir halten fest, die blauen Folgenglieder, die nähern sich hier dem roten Punkt. Und dieser rote Punkt wird Grenzwert genannt. Ja, also die blauen Folgenglieder nähern sich ihrem Grenzwert. Gut, aber jetzt ist es mathematisch gesehen total ungenau zu sagen, dass sich Punkte einem anderen Punkt nähern. Da könnte man nämlich zwei Fragen stellen und die erste lautet, wie nah kommen denn diese blauen Punkte, also die Folgenglieder, an diesen roten Punkt heran? Ja, wie nahe sind die am Ende? Und die zweite Frage wäre, wenn diese blauen Punkte jetzt hier in der Nähe des roten Punktes sind, bleiben die dann da oder können die sich wieder entfernen? Ja, also das sind die zwei wichtigen Fragen, die man noch genauer erklären muss, sonst ist diese ganze Definition zu ungenau. Ja, also wie nahe kommen die blauen Punkte, die Folgenglieder, an diesen roten Punkt heran? Und bleiben sie dann da? Ja, das sind die zwei entscheidenden Fragen und das wollen wir jetzt mal ganz mathematisch betrachten. Ja, ich habe jetzt mal hier ein paar Formeln ergänzt und wir wollen die ganze Sache jetzt etwas tiefer betrachten. Wir haben ja gesagt, dass zwei Bedingungen vorliegen müssen, damit der rote Punkt der Grenzwert der blauen Folge ist. Die erste Bedingung war, die blaue Folge, die muss sich dem roten Punkt beliebig nähern. Ja, und das drückt man dadurch aus, dass man um den roten Punkt einen Kreis zeichnet mit dem Radius Epsilon und sagt, diese blaue Folge hier, die muss einen beliebig kleinen Kreis erreichen. Die muss bis in diesen Kreis reingehen. Ja, auch wenn ich dieses Epsilon beliebig klein mache, also ein Millionstel Millimeter, ein Milliardstel, ein Billionstel Millimeter, ja, egal wie klein ich dieses Epsilon mache, diesen Radius des Kreises, diese Folge muss in diesem Kreis hier irgendwann landen. Ja, die zweite Bedingung müssen wir auch noch etwas präzisieren. Also die zweite Bedingung dafür, dass der rote Punkt der Grenzwert der blauen Folge ist. Ja, und diese zweite Bedingung, die lautete ja, dass diese Folgenglieder sich nicht nur hier in die Nähe des roten Punktes begeben müssen, sondern die müssen auch da bleiben. So, aber diese zweite Bedingung ist etwas unpräzise ausgedrückt. Ja, die müssen nämlich gar nicht hier bleiben, diese Folgenglieder, sondern die dürfen auch noch mal raushüpfen. Ja, zum Beispiel haben wir ja hier das Folgenglied A10, aber A11 und A12, die sind ja wieder nicht mehr in der Nähe des roten Punktes. Ne? Die sind ja aus der Epsilon-Umgebung rausgehüpft. Ja, das ist aber nicht schlimm, solange das eine endliche Anzahl von Punkten ist. Ja, Hauptsache ist, dass irgendwann, hier im Beispiel ist das beim
Element A13 der Fall, beim Folgenglied A13. Die Hauptsache ist, dass irgendwann diese Folgenglieder dann hier in dieser Epsilon-Umgebung bleiben. Na? Vor dürfen die also ruhig nochmal raushüpfen. Ne? Die dürfen also rein in die Epsilon-Umgebung noch ein paar Mal raushüpfen. Ja? Kein Problem, aber irgendwann, im Beispiel ist das hier ab dem Element A13, irgendwann müssen die hier drin bleiben. Ne? In dieser Epsilon-Umgebung, die ja beliebig klein sein darf, ne? Das sagt wieder die erste Bedingung. Gut, dann wiederholen wir jetzt mal, was sind die zwei Bedingungen dafür, dass der rote Punkt hier der Grenzwert der blauen Folge ist. Ja, erste Bedingung, diese Folgenglieder müssen in eine beliebig kleine Epsilon-Umgebung eintauchen, also in diesen grauen Kreis hier. Die zweite Bedingung ist, dass ab einem bestimmten Element diese Folgenglieder nicht mehr raushüpfen aus dieser Epsilon-Umgebung, die ja beliebig klein sein darf, das sagt wieder die erste Bedingung. Gut, jetzt müssen wir diese zwei Bedingungen nur noch in eine Formel packen. Das habe ich hier unten gemacht. Aber erstmal erkläre ich euch, wie die Formel hier strukturiert ist. Ich habe mal hier vier grüne Striche gemacht, damit man überhaupt mal weiß, wo fängt ein mathematischer Ausdruck an und wo hört er auf. Wenn man das alles hintereinander schreibt, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, dann möchte ich noch einige Zeichen erklären. Dieses umgedrehte A, also dieses A, was auf dem Kopf steht, das heißt für alle. Ja, das Epsilon, das ist hier der Radius, den kennen wir schon. Dieses umgedrehte E, das heißt existiert. Ja, also es existiert eine Zahl N0 aus der Menge der natürlichen Zahlen. Oder kurz, es existiert eine natürliche Zahl N0. So, hier haben wir nochmal das umgedrehte A, das kennen wir schon von hier vorne, ne? Das heißt für alle. Und dieses D, das ist die Metrik, ne? Die Distanz. Der Abstand, kann man auch sagen, der Abstand zwischen dem Folgenglied AN und dem roten Punkt. Ne? Den roten Punkt habe ich einfach rot genannt, steht ja hier auch nochmal. So, und jetzt erklären wir eben diese Formel. Und die erste Bedingung, die lautete ja, dass diese Folgenglieder in das Innere eines beliebig kleinen Kreises gelangen müssen. Ja? Und der Radius dieses Kreises, das ist hier dieses Epsilon. Ja? Und das schreibt man so, für alle positiven Epsilon, ja, für alle positiven Epsilon, das heißt, für alle Radien, egal wie klein die sind, für alle Radien Epsilon, egal wie klein die sind, da muss gelten, dass der Abstand zwischen dem Folgenglied und dem roten Punkt kleiner als Epsilon ist. Das heißt dann eben einfach nur, dass dieses Folgenglied AN innerhalb des Kreises gelangen muss. Also der erste Teil der Formel und der vierte Teil der Formel, die sagen einfach nur, dass die Folgenglieder, diese AN, ja, in diesen grauen Kreis gelangen müssen, ne, der einen beliebig kleinen Radius hat. Ja, das ist dieses beliebig kleine Epsilon hier. Ja, und dann haben wir ja noch den zweiten und den dritten Teil hier der Formel. Ne, zweiter und dritter Teil, die sorgen dafür, dass diese blauen Folgenglieder irgendwann nicht mehr aus dem grauen Kreis raushüpfen. Ne, das war ja die zweite Bedingung. Ja, und zwar geht das folgendermaßen. Da steht, es existiert eine natürliche Zahl N0. Das ist im Beispiel die Zahl 12. Sodass für alle folgenden natürlichen Zahlen, das ist dann die Zahl 13, ja, das zugehörige Folgenglied, also A13, im Kreis drinnen liegt. Ja, nochmal, also es existiert eine natürliche Zahl N0, das ist die 12, sodass für alle folgenden Zahlen, also ab der Zahl 13, die Folgenglieder,
also A13 im Beispiel, in diesem Kreis drinnen ist. Ja, also ab A13 sind alle Folgenglieder im Kreis drin. Da springt also keins mehr raus. Dafür sorgt dann eben der zweite und dritte Teil der Formel. Ja, wenn wir die weglassen würden und wir hätten nur den ersten und vierten Teil, ja, dann wäre nur die erste Bedingung erfüllt. Ja, nämlich, dass in einem beliebig kleinen Kreis, ja, irgendwann diese Folgenglieder einmal landen. Ja, aber die müssen ja auch da bleiben und dazu brauche ich eben noch den zweiten und dritten Teil hier in dieser Formel. Gut, also das war erstmal eine Wiederholung der mehrdimensionalen Grenzwertberechnung, aber das Ganze hat ja noch nichts mit metrischen Räumen zu tun. Ja, aber zu denen kommen wir jetzt. Und zwar haben wir ja hier einen Kreis eingezeichnet, eine Epsilon-Umgebung. Ja, aber wir haben ja in einem der vorigen Videos gelernt, dass, wenn ich die Metrik wechsle, dann wird aus einem Kreis ein Viereck oder eine ganz komplizierte Figur. Ja, da gibt es die unmöglichsten geometrischen Formen. Ja, da stellt sich dann natürlich die Frage, bleibt denn dann eigentlich auch mein Grenzwert erhalten? Ja, also nochmal, es geht um folgendes Problem. Ich habe hier eine Folge. Ja, und jetzt wechsle ich den metrischen Raum, indem ich die Metrik wechsle. Und da stellt sich die Frage, konvergiert diese Folge dann immer noch in diesen neuen metrischen Raum? Und wenn sie konvergiert, konvergiert sie dann gegen den gleichen Grenzwert, also gegen den gleichen roten Punkt hier oder vielleicht gegen einen anderen? Ja, das sind ganz wichtige Fragen. Aber da gibt es ein paar schöne Formeln für, die beantworten uns diese Fragen und um diese Formeln geht es dann in den nächsten Videos. Ja, hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.